I volunteered for service in the United States. Während des Vietnamkriegs meldete ich mich freiwillig zur US-Marineinfanterie. Kurz nachdem ich in Quantico in Virginia zur Grundausbildung angekommen war, fand ich mich vor meinem Bett in unserer Baracke wieder und stand mit 54 weiteren Rekruten still. Unseren Ausbilder, einen kampferprobten Kriegsveteran, lernte ich kennen, als er die Barackentür per Fußtritt öffnete und üble Flüche ausstoßend hereinkam. Nach dieser abschreckenden Vorstellung ging er ans eine Ende der Baracke und fing an, jeden Rekruten mit Fragen zu attackieren. Der Ausbilder fand ausnahmslos an jedem Rekruten etwas, worüber er sich mit vulgären Ausdrücken lustig machen konnte. Er lief die Reihe entlang und jeder Marinesoldat schrie auf Kommando: Jawohl! Oder Nein, Sergeant! Ich konnte nicht richtig sehen, was er machte, weil uns befohlen worden war, stillzustehen und stur geradeaus zu schauen. Als ich an der Reihe war, merkte ich, dass er nach meiner Tasche griff und sie hinter mir auf meiner Matratze ausleerte. Er ging meine Sachen durch, dann kam er zurück und stellte sich vor mich hin. Ich machte mich auf seinen Angriff gefasst. Er hielt mein Buch Mormon in der Hand. Ich nahm an, dass er mich nun anbrüllen würde. Stattdessen beugte er sich vor und flüsterte: Bist du Mormone? Wie befohlen, rief ich: Jawohl, Sergeant. Wieder rechnete ich mit dem Schlimmsten. Stattdessen hielt er inne, hob das Buch Mormon in seiner Hand hoch und fragte ganz leise: Glaubst du an dieses Buch? Wieder rief ich: Jawohl, Sergeant! Inzwischen war ich mir ganz sicher, er werde lautstark abfällige Bemerkungen über die Mormonen und das Buch Mormon machen, doch er stand einfach nur stumm da. Einen Augenblick später ging er zu meinem Bett zurück und legte mein Buch Mormon sorgsam auf mein Bett. Dann ging er einfach an mir vorbei und machte sich mit vulgärer Ausdrucksweise über alle übrigen Rekruten lustig. Ich habe mich oft gefragt, wieso mich dieser üble Ausbilder der Marineinfanterie damals verschont hat. Doch ich bin dankbar, dass ich ohne Zögern antworten konnte: Ja, ich bin ein Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und ja, ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist. Dieses Zeugnis ist eine kostbare Gabe, die ich durch den Heiligen Geist und mit Hilfe zweier Missionare und eines Beraters des Priesterkollegiums empfangen habe. Als ich 14 Jahre alt war, unterwiesen zwei Missionare namens Lee Pearson und Boyd Kermfeisen meine Familie im Evangelium Jesu Christi. Und ich ließ mich taufen. 2 Jahre später forderte mich Richard Boren, der Berater des Priesterkollegiums, auf, das Buch Mormon zu lesen. Ich nahm die Aufforderung an und las jeden Abend mindestens 10 Seiten, bis ich es durchgelesen hatte. Auf dem Titelblatt las ich, es sei geschrieben für die Lamaniten, die ein Überrest des Hauses Israel sind, und auch für die Juden und die anderen. In der Einleitung zum Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus, steht, die Lamaniten seien die Hauptvorfahren der amerikanischen Indianer. Als ich das Buch Mormon las, schien es mir, es gehe darin um meine Vorfahren, die nämlich Indianer waren. In dem Buch wird die Geschichte eines Volkes erzählt, von dem ein Teil später als Lamaniten bezeichnet wird und das etwa 600 vor Christus von Jerusalem in ein verheißenes Land auswanderte. Es ist ein Bericht über Gottes Umgang mit diesen Ureinwohnern, die vor langer Zeit auf dem amerikanischen Kontinent lebten. Es enthält auch einen Bericht über das geistliche Wirken Jesu Christi unter ihnen nach seiner Auferstehung.
Bestimmte Stellen im Buch Mormon deuten darauf hin, dass sich die Einwohner im Laufe der Zeit in ganz Amerika und auf den Inseln der angrenzenden Meere ausbreiteten. Ihre Propheten sagten voraus, dass einst die anderen in großer Zahl in dieses verheißene Land kommen würden und dass der Zorn Gottes auf die Lamaniten herabkommen werde und sie zerstreut, zerschlagen und fast vernichtet werden würden. Mein Urgroßvater Echo Hawk, ein Indianer vom Stamm der Pawnee, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im heutigen Nebraska geboren. Er war 19 Jahre alt, als sich die Pawnee genötigt sahen, ihr über 9 Millionen Hektar großes Stammesgebiet aufzugeben, um Platz für neue Siedler zu machen. 1874 mussten die Pawnee in ein kleines Reservat ziehen, das hunderte Kilometer südlich im Indianerterritorium in Oklahoma lag. Als sie in Oklahoma angekommen waren, war die Anzahl der Pawnee von über 12.000 auf unter 700 gesunken. Die Pawnee waren, so wie andere Stämme auch, zerstreut, zerschlagen und fast vernichtet worden. Das Buch Mormon enthält eine besondere Botschaft an die Nachkommen der Lamaniten, die ein Überrest des Volkes Israel sind. Nephi brachte diese Botschaft zum Ausdruck, als er die Vision seines Vaters von den letzten Tagen auslegte. Und an jenem Tage wird der Überrest unserer Nachkommen wissen, dass sie zum Haus Israel gehören und dass sie das Bundesvolk des Herrn sind. Und dann werden sie ihre Vorväter erkennen und Kenntnis von ihnen erhalten und auch Kenntnis vom Evangelium ihres Erlösers, mit dem er ihren Vätern gedient hat. Darum werden sie Kenntnis von ihrem Erlöser und den genauen Punkten seiner Lehre erhalten, sodass sie wissen, wie sie zu ihm kommen und errettet werden können. Das Buch Mormon ist eine heilige Schrift. Es enthält die Fülle des immerwährenden Evangeliums. Der Prophet Joseph Smith schrieb, das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch Gott näher kommen als durch jedes andere Buch. Seine Botschaft richtet sich also an alle Menschen auf der Welt. Als ich das Buch Mormon als 17-Jähriger zum ersten Mal las, konzentrierte ich mich dabei auf die Verheißung Moronis. Und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier empfangt, so fragt Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Als ich mich hinkniete und betete, erhielt ich ein machtvolles Zeugnis, dass das Buch Mormon wahr ist. Dieses Zeugnis hat mir geholfen, meinen Kurs im Leben festzulegen. Ich ermahne alle Menschen, das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus, zu lesen. Ich fordere besonders den Überrest des Hauses Israel auf, die Nachkommen der Völker im Buch Mormon, wo auch immer sie sich befinden, das Buch Mormon immer wieder zu lesen. Erfahren Sie, welche Verheißungen darin enthalten sind. Befolgen Sie die Lehren und eifern Sie dem Beispiel Jesu Christi nach. Schließen Sie Bündnisse mit dem Herrn und halten Sie sie. Bemühen Sie sich, vom Heiligen Geist geführt zu werden und hören Sie auf ihn. Ich schließe mit den Worten Amalekis, eines weiteren Propheten aus dem Buch Mormon. Und nun, meine geliebten Brüder, möchte ich, dass ihr zu Christus kommt, der Heilige Israels ist, und an seiner Errettung
und an der Macht seiner Erlösung teilhabt. Ja, kommt zu ihm und opfert ihm eure ganze Seele als Opfer und fahrt fort mit Fasten und Beten und hart aus bis ans Ende. Und so wahr der Herr lebt, werdet ihr errettet werden. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, unserem Heiland, und im Herzen rein werden, sind wir alle ein Werkzeug bei der Erfüllung der machtvollen Verheißungen im Buch Mormon. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.